aus Ruhr. Abhängen. Herzlich willkommen bei Junkies aus dem Web. Wir haben wieder Montag. Es ist wieder eine kleine Therapiestunde heute. Adriano wieder in seinem stylischen Neonzimmer. Ich richtig raw hinterm Kleiderschrank. Und Roman wie in so einem alten komischen Snuff-Porno im Keller irgendwo. In so einer dunklen Wellblechhütte. Das ist die Wellblechhütte, wo Adriano den Hirsch rausgeholt hat. Oh, ja. Stimmt. Ja, für alle, die es nicht kennen, könnt ihr mal bei Instagram gucken. Ich glaube, da hatten wir mal irgendwann auf dem Junkies aus dem Web-Account so einen Zusammenschnitt von unserem Süßtrüm-Abenteuer. Kurz und knackig und ja, zum Grillen. Ja, zum Grillen. Zum Grillen. Ich muss ja erstmal sagen, auch für die Hörer und auch nochmal an euch, das ist mir jetzt auch echt ein persönliches Anliegen. Schön, dass ihr das geschafft habt. Weißt du? Sagt der, der wirklich 8 Minuten zu spät kam, Alter, und dann nochmal 5 Minuten geopfert hat. Ja, aber nur mal so, für unsere Hörer, dass wir das abholen können, mal. Ich gehe jetzt noch nicht ganz so weit zurück, ne? Ich gehe mal nur so ein paar Wochen zurück. Da hatten wir, da hat Roman gesagt, ey, sonntags ist viel zu knapp aufzunehmen, lass mal Mittwoch machen. Ich sag sauber, dann schieben wir das jetzt auf Mittwoch, dann haben wir fix mittwochs unseren Aufnahmetermin und den können wir dann einfach wieder auf Sonntag schieben. Also, jo. Innerhalb von 2 Wochen war das selbstverständlich, dass wir sonntags aufnehmen. Und dann habe ich immer so ganz vorsichtig so am Mittwoch gefragt, so, ey, ist Mittwoch, Leute, ne? Wie sieht's aus? Ey, weißt du, so der eine, ich bin nicht mal im Lande. Roman, ich bin in Baden-Baden. Adriano, boah, ey, vor 11 Uhr geht gar nichts. Ich denke, ja, alles klar, ey. Boah, ist aber auch, ich freue mich jedes Mal, dass ihr das schafft. Dass ihr euch die Zeit nehmt mit mir, das finde ich richtig toll. Wie fühlst du dich missgewertschätzt? Nein. Okay. Nein. Ich bin halt gewohnt. Wir wissen alle, das ist wir haben Jahre im Konsum verbracht. Wir wissen alle, wie das ist mit diesem kurzfristigen Absagen, Hinsagen, Terminänderungen, doch nochmal Planänderungen und so weiter und so fort. Ich merke das wirklich immer erst an dem Tag, wo es wirklich ansteht, wie mit dem Geburtstag so richtig, ja, heute Abend aufnehmen. Und ich denke mir, oh shit, ich habe doch Geburtstag. Ich hätte euch schon Wochen vorher so Bescheid sagen können, aber nein. Sorry, und ich habe gedacht, ich hätte euch Bescheid gesagt, dass ich in Baden-Baden bin. Ja. Aber es wusste jeder außer ihr. Aber du wusstest es eigentlich auch. Du hast gesagt, ja, wenn man deine Stories verfolgt, dann könnte man wissen. Ja, sorry für diese schlechte Kommunikation. Das ist nicht mein Anspruch. Ihr müsst unbedingt in die Sucht und Ordnung Orga-Gruppe kommen. Ja. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht. Also, ach nee, ey, Herzchen, ey, fasst mal eure Woche zusammen in einem Satz. Adriano, du hast dieses Mal, bist du vorbereitet und hast tatsächlich schon einen Satz. Traurig, aber gut, glaube ich, hatte ich gesagt. Traurig, aber gut. Wie man muss sich was schenken. Und das ist dein Satz, wie man muss sich was schenken. Meine ist, ich weiß auch nicht, ich lenke mir mit allem ab, bloß nicht in mich reinhören. So. Eieiei. Adriano, was, echt? Ja, Mann. Echt? Oh Mann. Warum machst du so jetzt, Alter? Ey, nein, also voll was Deepes, so echt jetzt, boah. Gar keinen Bock wieder, ey. Ja, boah, nee, der wieder. Nee, jetzt, ey, ohne Scheiß. Adriano, fang mal an, sag mal, was ist das bei dir? Irgendwie gut, irgendwie schlecht. Ich hab ein Mega-Update. Und zwar, meine Ma, also ich fahre diese Woche jetzt zu meiner Ma. Ab morgen bin ich halt in Dresden eine Woche und habe halt vorgestern so mit ihr telefoniert, ein bisschen wegen organisatorischen Sachen klären, wann wir was machen wollen, dies, das, bla. Und so irgendwann so nebenbei haut die dann raus, ach so, mit deinem Bruder halt wird nichts, dass du den siehst, ne? Ich denke mir so, safe, die will mir halt
nicht irgendwie wünschen, dass ich den irgendwie wahrscheinlich so sehe oder dass wir in Kontakt treten, dass vielleicht irgendwas Dummes dabei geschieht oder keine Ahnung. Und dann meinte ich, was meinst du? Na, und die einfach raus, dass er halt jetzt im Frischen steckt. Ich so, ah, ist er im Schatten. Sagen die Italiener, wenn jemand halt hinter Gittern ist. Na, weißt du, mein kleiner Bruder hat's geschafft. Dass er jetzt aus der Sonne raus ist und jetzt ein bisschen im Schatten stehen darf. Wow. Und das ist ja das, was ich schon vor ein paar Wochen oder Monaten zu meiner Mama gesagt habe. Ich so, wenn er jetzt wirklich die ganze Zeit so weitermacht, wie er jetzt macht, weil er überlebt ja nur mit Klauen und Essen klauen und Handys klauen und Drogen verkaufen, dies, das, bla. Dann ist er früher oder später entweder so heftig in seiner Crystal-Sucht, dass er gar nicht mehr schlafen geht und vielleicht noch irgendwann umkippt oder so und du ihn in der Winterzeit, habe ich das ja noch gesagt, erfroren irgendwo auffindest oder so oder jemand ihn auffindet. Oder das Beste, was ihm passieren kann, dass er irgendwie halt verhaftet wird, Alter, dass er da einfach rausgezogen wird, wenn er selber nicht will, dann soll da jemand anderes kommen und ihn da rausziehen. Und ja, sie kam halt aus dem Urlaub wieder, sie war ja 10 Tage in Italien, sie kam dann wieder und hat einen Brief bekommen, aus dem Knast von ihm geschrieben, wo er schreibt, ja, Mama, ich brauche halt 8 Paar Socken, 4 Paar Boxershorts, 3 Paar Shirts, 2 Paar dies, das, ein bisschen Shampoo, bla 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 und vielleicht noch ein bisschen Geld für so eine Kippenkarte, die ich mir dann erstellen lassen muss, dass ich mir Tabak und so kaufen kann. Ich bin jetzt da und da, ja, und bin da jetzt auch schon 1 Monat, brauche aber langsam Klamotten und bla. Aber Moment mal. Ah ja, gut, du kommst halt nicht sofort an den Job. Ich war gerade so. Weiß ich nicht, wie das läuft, Alter. Ich weiß ja nicht mehr, wie lange der ist, ob man für kurzzeitig auch schon Jobs bekommt oder erst ab einer gewissen Zeit, wenn er. Weiß steht ja nicht. Dir nicht ein gewisses Kontingent an Geld zu? Ja, Bruder, davon kriegst du aber keine Boxershorts und Socken, Alter. Dann kannst du ja 1 Boxershorts von holen, weißt du? So, was willst du damit? Bro, Alter. Ich verstehe das nicht. Wieso kommst du eine Woche mit aus? Glaubst du, der Lifestyle sieht auf Crystal anders aus? Ja, natürlich nicht, Alter. Da hast du wahrscheinlich mal einer an. Ja, und deswegen halt der Satz, ne? Deswegen traurig, aber gut. Ich finde es irgendwo traurig, dass es halt wirklich da hingekommen ist, aber es ist wirklich gut in dem Sinne, dass wir nicht die Nachricht bekommen, dass er wirklich gestorben ist, Alter. Voll. Weißt du? Voll, ja. Er hat den Weg B bekommen. Jetzt die Sache, wo ich mal ein bisschen halt so den Kopf zerreibe, so. Knast ist ja eigentlich auch nicht der beste Ort, um sich gut zu formen manchmal. So, weißt du, da hast du ja einfach du bist ja umgeben von Leuten, die wegen Scheiße da reingekommen sind, Alter. Und das ist ja einfach nicht das beste Umfeld, um wieder toll rauszukommen, so wie wenn du eigentlich in so einer Therapie bist oder in so einem Zentrum bist, wo die Leute ja so eine Intention haben, sich wirklich hinzugeben, sich zu ändern, um besserer Mensch zu werden und rauszugehen und gelernt, halt das, was sie gelernt haben, auch dann anzuwenden. Ich weiß nicht, ob das da einfach nicht eventuell sogar das Ganze vielleicht noch ein bisschen an Kontakte knüpfen oder an irgendwas liest das. Ja, aber jetzt prinzipiell, wenn er richtig in seinem Rausch ist, ist es erstmal nicht verkehrt, wenn so ein Method dann erstmal von der Straße weg ist, ne, und erstmal in den Knast kommt schon. Ich kann mir vorstellen, dass für den Anfang, aber natürlich perspektivisch ist das ja keine Therapie, wie du sagst, ne? Du wirst da. Ich weiß noch nicht mal, ob es da drin irgendwie Angebote gibt. Vielleicht gibt es ja auch Angebote, wo man sowas da annehmen. 35er, deswegen. 64er. Gibt's alles. Was? Therapie statt Strafe. Achso, du meinst Paragraphen gerade. Naja, genau. Ja, steckst du jetzt auch nicht drin, ne? Steckst du. Man steckt ja auch nicht in seinen Vorstrafen dann, ne? Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass der sitzt. So, von daher. Ey, doch, mein Bruder ist das erste Mal, dass er sitzt. Das ist das erste Mal, dass er sitzt? Das ist der Kleinste, ja. Naja, Bruder, ich habe einen Überblick verloren. Ey, nur mal für mich. Die Tradition der Rasus. Wie viele von euch waren noch nicht im Knast? 2. Das ist lustig. Ja, und der Typ, der das Restaurant hat, da. Richtig. Bingo. Ich war nur eine Nacht in Übernachtung da, aber sonst. Dann gibt es noch den einen, von dem wir sorry für die Anspielung, aber das ist dieses Überwachungsvideo, was wir da mal in unserem WhatsApp-Chat hatten. Ja, genau, der. Genau, den jetzt auch noch, der einfach aussieht wie Adriano, so wie dir der Adriano vorstellst mit 40. Weißt du, so.
Ja, herrlich. Aber der hat sich auch voll gut gemacht, Alter. Der Bruder arbeitet ja jetzt in dieser Entzugsklinik und hat ja als Sportcoach Master da gemacht und ist voll christlich geworden, evangelisch umgetauft in so einem Teich und dies, das. Also der ist wirklich, ja, der hat da jetzt eine Wohnung bekommen im Zentrum, wo er wohnen darf als Sportcoach und also der hat sich echt gut gemacht, Alter. Denk mal, solange der sich dort umgibt. Und wie du das gerade gesagt hast, ne, glaube ich das auch. Ich habe ja, wir haben ja auch so einen Fall, dass einer meiner Cousins da, der da auch so Theater gemacht hat, weil meine Tante da vor der Tür stand und weißt du, der die Nase gebrochen hat, also Geschichten. Mhm. Der kam auch, das ist dieser typische Rein-Raus-Fall, weißt du, so. Und das wurde halt auch immer schlimmer, ne. So, dass da draußen sich dann mit einigen Leuten dann irgendwie angelegt, ja, die haben den einfach kaputt gekloppt, weißt du. Der konnte sich, so, ist besser, wenn der weggesperrt ist. Das ist einfach so. Weißt du, für alle Beteiligten, für ihn selber so, wahrscheinlich sogar auch noch. Und das ist. Ja. Und trotzdem muss man ja sagen, die Angst von Adriano ist ja berechtigt. Also viele gehen als Amateurkriminelle rein, kommen als Profis wieder raus. Vor allem, wenn er das erste Mal sitzt, ne? Ausbildung, da direkt bessere Ausbildung zum Kriminellen kannst du nicht bekommen. Ja. Ist so. Ich hoffe einfach nur, dass er dann sein Kopf jetzt ein bisschen, also dadurch ein bisschen frischer wird, weil wenn er, wie gesagt, ich kenn's ja selber, wenn du Wochen, Monate lang in so einem Rausch bist, wo du wenig pennst und dies, das, da verlierst du wirklich ja alles, was eigentlich wichtig ist, auch im Leben, Familie, Kind, dies, das, aus den Augen, so weißt du, du bekommst das gar nicht mit, dass das für dich gar nicht mehr so relevant ist. Und ich denke, dass er eventuell dort, wenn er jetzt ein bisschen mal runterfährt und runterkommt über die Wochen, dass sich da so ein bisschen dieses Emotionale wieder fängt an, oh, ich habe doch einen Sohn, Alter, ich habe doch dies, ich muss doch so ein bisschen das wiederkommen, so weißt du. Ist das der Bruder mit der paranoiden Mutter des Sohnes? Ja. Boah, der Kleine. Junkies aus dem Webhörer wissen Bescheid. Ja, und wenn nicht, hört einfach die letzten. Also alles Episoden. Ja. Nehmt euch ruhig die Zeit. Hört einfach mal alles. Es ist ja da. Genau, es ist da. Greift zu. Ja, Mann. Lass uns zu dir gehen, Marcel. Boah. Oder wolltest du den klassischen Weg über mich gehen? Ja, jetzt mal eben kurz abgefrühstückt, ne? Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich habe die letzten Tage so ein bisschen, ich habe jetzt Urlaub, ist vorbei, morgen ist wieder Arbeit angesagt. Das ist natürlich so weniger cool. Die Gedanken kommen so seit ein paar Tagen hoch. Ich versuche das aber auch jetzt gar nicht so, ich nehme die wahr, aber ich gebe denen jetzt auch nicht zu viel Bedeutung. So, weißt du, ich will mir jetzt nicht selber Druck aufbauen, der nicht sein muss. Ich werde ja da nicht gefressen, weißt du? Auf der anderen Seite ist mir dann auch so aufgefallen, so, das war mich auch so, ich hatte jetzt 14 Tage Urlaub und ich habe viel gemacht, viel getan, so. Aber alles so, ich habe nicht wirklich viel in mich reingehört. Und dann ist mir aufgefallen, so, okay, krass, so, ist mir gar nicht aufgefallen, wie krass ich gar nicht in mich reinhöre. Und dann hat das ja, weißt, auch einen Grund. Ne, so. Mir ist ja so aufgefallen, ich ignoriere gerade so ein bisschen das in mich reinhören, das reflektieren, so dieses, wie geht's mir, so, und dies, das. Das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, weil das ist der Grund. Ne? So, warum? Ja, ich merke, dass ich schon wieder mir so Stolpersteine ganz viele so langsam in den Weg baue. Also viele Dinge sind mir so aufgefallen, was mich selbst betrifft. So. Und das Einzige, was mich jetzt natürlich ein bisschen nervt, jetzt ist der Urlaub vorbei. So, so das sind alles Sachen, die hätte ich im Urlaub gut angehen können. So viele, viele kleine Steine schon mal. Ich sehe die schon. So, die habe ich schon wieder da so irgendwo hin platziert, dass ich da in 2, 3, 4, 5 Wochen oder Monaten drüber fall. Weißt du? Ja, seit so Sachen mit den Behörden, wo ich irgendwelche Sachen, wo ich da Auskunft geben muss, dies, das, so, wo ich jetzt das schon irgendwie ein Jahr habe schleifen lassen und die dann jetzt so geschrieben haben, Frist ist bis dann und dann. Ja, ich muss das jetzt aber auch machen, weißt du? So, das kommt sonst zurück. So. Ja, solche Geschichten so. Ich merke das, ich ignoriere das. Und das ist mir jetzt irgendwie aufgefallen. Und dann ist mir so, dann habe ich so, das habe ich alles heute so ein bisschen, ist mir klar geworden, weil heute war die ganze Familie weg. Alle waren irgendwo, in irgendwelchen Freizeitparks, in verschiedenen. Und ich war der letzte Tag davor. Und ich war home alone, so heute. Nicht viel gemacht, so, ne, so. Aber da hast du ja dann mal ein bisschen Ruhe und Zeit, bist spazieren gegangen, so, weißt du, und hast so ein bisschen in dich reingehört. Und da ist mir das zum Beispiel halt aufgefallen.
oder der dich so ein bisschen so vor mir, also ich bin ein bisschen, ich halte Distanz irgendwie wieder so. Ich bin nicht so herzmäßig irgendwie unterwegs. Ist mir auch aufgefallen. Das kann ich noch nicht so richtig deuten. Also, ja. Was meinst du mit Distanz? Ja, also ich bin jetzt nicht gerade so auf zum Beispiel auf kuschelig mit meiner Frau oder auf, oh, war das ein toller Film, so Mensch, der hat mein Herz berührt oder ach, guck mal, wie positiv dies, das, Ananas. Ha, ich begehe jetzt momentan irgendwie nicht so mit dem offenen Herzen durch die Weltgeschichte. So. Mit so vollem Kopf, glaube ja, ich. Ja, ja, so voller Kopf, so damit beschäftigt mich selbst, so dieses bloß nicht mit mir beschäftigen, so all solche Geschichten, weißt du? Ja. Kenn ich gut. Ja, aber das fällt einem erst dann auf, wenn du so ein bisschen zur Ruhe kommst, dann hast du halt so ein bisschen, dass du das merkst, so, hö, was mache ich hier oder was, wieso ist das so? Das hast du gar nicht mitgekriegt. Und wenn du so ein bisschen in die Reflexion gekommen bist heute, hast du schon eine Idee, was der Auslöser sein könnte, dass du gesagt hast, oder dass sich dieser Mechanismus eingeschlichen hat? Also nicht in sich selbst reinzuhören, bedeutet ja auch gleichzeitig die Scheuklappen aufsetzen und straight durchgehen. Keine Ahnung. Also tief in mir drin, wenn ich so richtig so reinbohre und noch weiter reingehe in mich und noch weiter diese Gefühle hinterfrage oder so, ist das alles so eine Art von irgendwie wieder irgendeine Art von Selbsthass und Selbstsabotage, die ich aber noch nicht so richtig deuten kann. Ich weiß nicht, woher die kommt so. So, ich gab jetzt eigentlich nichts, so, ich hätte mir ein bisschen Selbstliebe gönnen können, so, stand dem eigentlich nichts im Wege, außer ich selbst. Ja, so. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ich bohre so ein bisschen tiefer, so, ich merke, so, ich höre nicht in mich rein, ich ignoriere mich, so, ich funktioniere, aber fühle nicht und dies, das und bohre dann tiefer und merke halt so irgendwie, ja, als würde ich mir wieder nicht gönnen, so. Aber keine Ahnung, warum. Ja, so, ja, das ist, ja, macht Bock auf jeden Fall, ne, geile Gedanken, so halt, hat Spaß gemacht, so. So, das ist halt nervige, so, erst ignorierst du das so, dann geht's dir aber nicht so gut, dann fällt dir das irgendwann auf, dann denkst du, das ist auch scheiße. So, jetzt zu wissen ist okay, gut, so, aber jetzt muss ich mich auch voll noch drum kümmern. So, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, ich muss halt wieder so, Leute, die das die letzten Wochen mal ein bisschen gehört, so, ich muss ein bisschen an meiner Lebensenergie wieder arbeiten. Kleinigkeiten, also die jetzt nicht direkt so den krassen Impact haben, aber die gut sind. Weißt du? So Wasser trinken, mehr schlafen, ein bisschen was lesen. 1%-Methode. 1%-Methode. Wieder ein paar Kleinigkeiten machen, sodass ich ganz langsam wieder dieses Gefühl aufbaue von Stolz und es ist wirklich hin und so. Aber jetzt muss ich wieder arbeiten erstmal. Ey, pff, das wird alles, habe ich mir wieder gut getimt. So, jetzt. Naja, egal. Was willst du machen? Darf ich fragen, ob das nicht vielleicht Absicht ist, dass diese Gedanken genau am Sonntag, an dem Tag, bevor es wieder losgeht mit der Arbeit, dass die da kommen, um sich selbst entweder zu sagen, ah, oh, scheiße, ich muss nicht arbeiten, alles scheiße, es könnte alles viel besser sein und ich hab ja eigentlich Herausforderungen, oder ist es ein Selbsthassmechanismus, der sagt, ah, jetzt hast du 2 Wochen lang nichts gemacht, so richtig. Du hättest es die ganze Zeit. Ah. Ja, ich glaube eher zweiteres. Also ich habe ja viel geschafft und viel gemacht, so weißt du, Kinderzimmer, dies, Garn, blablabla, viele nicht, aber weil ich bereue, ist, hatte ich nicht so richtig genossen, gefühlt, entspannt, ruhig, herzmäßig. So, dat, ja, da bin ich eher so dieses, ja, das sind 2 Wochen Zeit, Alter, jetzt geht der Stress wieder los und bald habe ich irgendwann 3 Wochen Urlaubsvertretung auf der Arbeit, da bin ich und voll interne Umstrukturierung. Ey, Bruder, ich kriege da wieder jemanden an der Seite gestellt, ich sage euch das, ne, da werde ich 3 Wochen, und das ist auch so was, ne, ich bereite mich da jetzt schon mental drauf vor. Da habe ich 3 Wochen lang nur Arbeit mal. Habe ich einfach 3 Wochen mal nur Arbeit und der Rest ist einfach nur so Beiwerk. So versuche ich das durchzuziehen. Einfach mal 3 Wochen, so, weißt du? Haben wir nicht irgendwie, also ich kann mich erinnern, als ich irgendwann Anfang des Jahres in Lagos war, Work and Travel mäßig, da warst du in so einer Urlaubsvertretungsphase und da habe ich so im Hinterkopf Marcel sagen hören,
Ja, das geht so nicht. Das geht nicht. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe hier. Ich hatte ja hier Gehaltsverhandlungen und all so ein Schitschnack. Und da habe ich ja gesagt, wenn die Gehaltsverhandlungen, wenn das nichts wird, ne, so dann gucke ich mal, ne? Ist okay. Wir haben uns gut geeinigt. Im Übrigen. Also, ciao, Therapie. Ja. Also, mir wurde hier vorgeworfen, dass das hier snuffmäßig aussieht. Bei mir ist noch keiner durchs Bild gelaufen. Ja gut, in deinem Keller, Alter, da läuft gar nichts mehr, ne? Ja. Wir sind hier alle ordentlichst angekettet. Ja. Alle sind da angekettet, wo sie sein sollen. Ja, auch Roman Herzilan, jetzt bist du dran. Was habe ich nochmal gesagt? Ich weiß es. Ich auch. Ich sagte, wie man schenkt sich was. Ajo. Ich hatte am 13. Juli Hochzeitstag. Und oh nein. Das war der erste. Unser erster Hochzeitstag. Und also erstmal kam Jenny so vor ein paar Wochen zu mir und meinte, Schatz, was machen wir denn am 13. Juli? Und ich so, weiß nicht, was du machst, ich bin in Baden-Baden. Boah, also in Baden-Baden. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, 13. Juli. Ich so, war ein Spaß, wir sind in Baden-Baden. Oh. Wir fahren da gemeinsam hin, wegen Hochzeit. Überraschung. Aber ich konnte ja nicht. Also wir mussten ja schon zusammen hin. War sie erstmal nicht so begeistert. Aber es hat sie dann gesagt, ach ja, cool, Baden-Baden, fahren wir gemeinsam, schön abends essen und so. Und dann sind wir da den ersten Tag da gewesen, also am 12. Frühstücken. Ich bin beim SWR und ich fahre dann zum SWR. Und Jenny hat beim Frühstück, da war so ein, das Ei war nicht ganz durch, ne? Und wir haben schon so gesagt, na, lieber nicht essen. Aber sie hat schon ein, zwei Bissen davon genommen. Das war nicht gut. Weil ich bin beim SWR, wir nehmen die Episoden auf und so. Und ich erzähle also diese Geschichte, ja, wir haben Hochzeitstag morgen und so. Und Nina gleich so, ach cool, und was schenkst du ihr? Und ich so, Gleich, it's a trap, Alter. Ich so, wie, was schenke ich ihr? Und sie nur so, Roman! ist ja Domina, Alter. Und dann mich ja noch richtig angebrüllt. So. Und ich so, bin ich kurz nass geworden. Ich wusste nicht, dass man das was schenkt. Oh Mann. Ich hab das noch nie gemacht. Hochzeitstag. Das ist der Erste. Woher soll ich das wissen, Alter? Oh, ein Freischuss hat er. Ja. Ach Mann, Alter. Pass auf. Also, wir sind in Baden-Baden. Baden-Baden ist eine Stadt für gute Geschenke. Kann man machen. Also, am Feierabend, ich komme ins Hotel, will meine Sachen abschmeißen und sofort wieder los. Und Jenny liegt so im Bett. Was ist mit dir los? Keine Ahnung, ich habe Magenschmerzen, mir ist schlecht, alles heiß, kalt. Dann hat sie sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen morgens beim Frühstück. Hat die ganze Nacht auf dem Klo gehangen. Ich muss nicht ins Detail gehen. Warte. Und ich so, ja, okay, ich wollte sowieso noch mal los. Soll ich dir Tabletten mitbringen? Es war also perfekt, um nochmal kurz loszugehen. Und dann gehst du durch Baden-Baden und denkst so, okay, Panik, was kaufst du? Ach, sie hat doch mal irgendwas von der Louis Vuitton-Tasche erzählt. Und ich dachte mir so, Baden-Baden, da kriegst du das. Ja, kriegst du auch. Louis Vuitton-Tasche kostet neu nicht unter 1.500 Euro. Da dachte ich so, nein. Ja, ich nicht. Ganz schön teurer Fehler. Und dann bist du durch Baden-Baden geschlendert, auch die Juweliere so angeschaut. Dann ist halt eine der teuersten Städte Deutschlands. Also wenn nicht sogar die teuerste Stadt. So. Und dann dachte ich, okay, du musst jetzt in den sauren Apfel beißen, zur Apotheke gehen. Ach so. Und dann ins Hotel.
Ich dachte, in die Tasche kaufen, oder? Beim Juwelier, Alter. Ja. Nein, 1500 Euro, Alter. Du musst in den sauren Apfel beißen und er hat in die Louis V gekauft. Nee, nee, ich war in der Apotheke. Und dann gehe ich so, hol in die Apotheke, geh wieder ins Hotel und sag so, du Schatz, nur so, damit wir die Spielregeln für den Hochzeitstag einmal klar gemacht haben. Schenken wir uns was? Und ich gucke in ihr Gesicht und, Digga, du musst hingucken jetzt. Und sie so, die Augen so richtig gedreht. Oh nein. Fuck, wir schenken uns was. Fuck, also, wir schenken uns was. Also doch die Louis V. Und aber anhand meiner Frage wusste sie ja schon, der Trottel hat nichts. Und ich sag dann so, ja, also bin ich am nächsten Tag um 8 Uhr morgens zu einem Blumenladen gegangen, habe einen richtig fetten Strauß Blumen gekauft. Jenny ging es überhaupt nicht gut, aber sie wollte trotzdem, das war ja so krass, sie wollte trotzdem den Hochzeitstag genießen, also ist sie mit so einer halben Lebensmittelvergiftung zum Frühstück mitgegangen und hat durchgezogen. Ich sagte, Alter, du kannst auch hier liegen bleiben, ne? Dir geht's nicht gut so. Ja, hab ihr dann so einen fetten Strauß Blumen geschenkt und hab abends noch sehr viel recherchiert über den ersten Hochzeitstag und das nennt sich Papierhochzeit. Also habe ich ihr gesagt, ich habe nichts, aber ich habe eine geile Idee zur Papierhochzeit. Ab jetzt hast du einen Kalender, wo jede Woche eine Aktivität drinsteht. Ein gemeinsames Erleben. Weil materielle Geschenke sind so, ja, ich hätte die Louis-Tasche, ich habe dir das auch alles erzählt. Ich hätte lieber die Louis gekauft. Ja, ja, weiß ich. und hab dann gesagt, so, ja, ich habe ihr gesagt, du, ich war kurz davor, dir so eine Tasche zu kaufen. Aber ich würde gerne lieber was gemeinsam mit dir erleben. So. Also gibt es jetzt jede Woche Sex. Nein, jetzt gibt es jede Woche ein Erlebnis. Ich habe so viel dazu zu sagen. Ne? Warte mal ganz kurz, ich muss nur eine Sache loswerden. Mein Vater würde jetzt sagen, ne, Bruder, wenn du auf Zack gewesen wärst, ne, dann wärst du, wenn du nach Hause kommst und so schnell, ich packe mir die Sachen in der Ecke und dann gehe ich schnell was kaufen so und die liegt da. Weißt du, nur so halb in ihrem Bauch und dann sagst du, eigentlich wollte ich dich damit überraschen, aber du hast eine Lebensmittelvergiftung. Alles Gute zum Hochzeitstag. Ich schwöre, ich hätte mir den nicht verkneifen können. Den hätte ich gemacht, wenn die da gelegen hätte. Ich hätte den gerissen, Alter. Aber dieses Gefühl, wo die dann gesagt, wo die dann so. Mit meiner Frau auch nicht mehr zusammen. Genau, deswegen sind wir nicht mehr zusammen. So, aber dieses Gefühl, wenn die sagen, natürlich schenkt man sich was, das ist diese Ziehen im Bauch, so, da kann man ganz gut nachempfinden, wie wenn du beim Clown erwischt wirst, so dieses, oh fuck, so dieses, oh, dieses kurze Gefühl, dieses Ziehen im Bauch, oh, oh, so, dieses Gefühl ist das, so, fuck. Ja, das ist. Weißt du, und dann war das ganze Ding vorbei, Jenny gibt ihr Geschenk an Roman, Roman macht auf und er bekommt die Louis Vuitton-Tasche. Nein, sie hat was selbst gebasteltes, hey, Alter. Pass auf, nein, nein, nein. Das war ja das Allergeilste. Ich bin an unserem Hochzeitstag im Sender. Wir nehmen auf und ich krieg so eine Nachricht von Amazon. Ihr Paket ist angekommen. Also, ich hab doch gar nichts bestellt. Also, das Hochzeitsgeschenk. Und meine Frau hat mir eine Nintendo Switch gekauft. Und ich sehe so, fuck. Alter, das ist auch noch ein richtig fettes Geschenk. So kacke, Alter. Jetzt musst du doch die Tasche holen. Hab ich auch nicht. Hast du sie gekauft? Nein. Nein. Ja, mein Bruder, ey, diese Geschichte, immer wieder wird das ganz kurz. Oder hat er die Louis doch gekauft? Ey, jedes Mal nimmt die Geschichte so ein Twist. Was kommt als nächstes? Alter, ja, okay, und dann hat sie mir eine goldene Switch gekauft. Alter, krass, ja, du bist ja echt ein Penner, ey. Ja, das wird mich ja echt verletzen. Oh, scheiße. Aber wir haben einen wunderschönen Tag in Baden-Baden. Wir haben einen Tag verlängert. Und den Tag haben wir dann halt in Baden-Baden verbracht. Genau, wir haben einen Tag verlängert. Wir wollen unbedingt nochmal frühstücken, Alter.
War richtig mies, Alter. Ich habe sowas noch nie gehabt, ne? Also wenn ich das immer so höre, ich kann das immer so gar nicht glauben. Die Leute sagen so, boah, ich habe da so einen Joghurt, da habe ich einen Löffel von gegessen, so, der war schlecht, den habe ich weggeschmissen. Pupp, Lebensmittelvergiftung, Tod, dies, das, Ananas. Hä? Also ich weiß nicht, ob mein Magen abgehärtet ist oder so, aber das könnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich von irgendwie einem Bissen von irgendwas Schlechtem so völlig ausgenockt werde. Echt. Ja, sie hat sowieso, also mit Magen hat sie oft zu tun. Und das Schlimme ist, sie war jetzt zweimal mit in Baden-Baden. Beim ersten Mal kam sie mit Corona zurück, beim zweiten Mal Lebensmittelvergiftung. Alter, die hat so keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Das glaube ich gerne. Heavy Rotation Rain. Jetzt komme ich gerade weiter. Die Lebensmittelvergiftungen, die ich hatte, waren von Pilzen. Also ist ja jedes Mal eine Lebensmittelvergiftung eigentlich, Alter. Wenn Spacko, so. Alter, von Psilocybin ist doch keine Lebensmittelvergiftung. Ja, das ist ein bisschen ist schon so. Ein bisschen ist schon so. Ja, ey Leute, wir haben jetzt spät. Das sowieso. Ich muss sagen, ich miss... Fast eine Stunde, aber. Ja, ich hab Dingens hier. Ich hab eine Sache, hab ich noch mal im Zettel stehen. Dadurch, dass ich jetzt Urlaub hatte und dann immer abends relativ lange Fernsehen geguckt habe oder Filme geguckt habe und so, ey, Alter, was ist denn nicht normal? Wie voll ist denn der Fernseher mit Glücksspielwerbung? Ey, jede Werbung. Da sind selbst diese komischen Fick-Werbungen, die dazwischen kommen mit mein Name ist Mandy Menderes und so bei Susi Live. Die sind dann eine gelungene Abwechslung. Da sind 20, 30 Werbungen. Wundrino hier, da, Slot-Piran da. Ey, nur Glücksspielwerbung. Wie abgewichst das ist. Das fällt dir gar nicht mal auf. So, ich gucke mir das an, so, und irgendwann denkst du dir so, dass ich die alle mitsingen kann schon, die Titel so. Aber ist das nicht nur auf so ein Bundesland begrenzt, weil alle anderen diese Lizenzen gar nicht mehr haben? Nein, war mal. Das ist legal in Deutschland. Der Bundes- ist freigegeben worden, ja. Dann geben sie bestimmt richtig Gas jetzt, Alter. Ja, ja, ebenso. Und ständig überall. Jetzt haben sie letztens, habe ich gesehen, da haben sie so ein Typ dann, ganz geiles Konzept irgendwie, schon so eingeblendet, als wäre das so ein Twitch-Stream. So war die Werbung, weißt du? So, und er so, ja, gönn mal hier so drei Pyramiden. Bing, 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 bing. Oh, Bruder, der gönnt und so. Und du denkst, das sieht aus wie so ein Twitch-Ding. Und als junger Typ, wenn ich so meinen Sohn sehe, ne, der jetzt genau in so ein Alter fällt, ne, der so, kriegst du mal wohl auf Twitch gucken. So, der würde da voll reinfallen. Weißt du, der kommt ja auch mit so Sachen, ja. Guck mal hier, ey, Papp, guck mal, kannst du für 5 Euro eine 10 Euro PlayStation-Karte kriegst hier gekauft. Guck mal, kannst du dir aussuchen, welche. Ah, gutes Ding. Oh, ja. Habe ich direkt 10 Stück gekauft. Nepper, Schlepper, Powerempfänger. Ja. Ja, so weißt du, so, die cachen die richtig, die jungen Leute. Die cachen die richtig. Weißt du, was die. Da kommt ja meistens noch eine Werbung danach. Und das ist ganz oft, muss man darauf achten, das ist ganz oft dann eine Kreditwerbung. Ja, das haben sie auch mitbekommen. Ja. Erst machen sie Glücksspiel oder Sportwetten und dann kommt eine Kreditwerbung. Check24 Kredit, minus 2,5% auf 1.000, so weißt du direkt. Oh. Ja, krass, das ist mir noch nicht aufgefallen, achte ich mal drauf. Geil, Alter, wenn ich mir jetzt 20.000 nehme, alles auf Rot, Bombe. Ja. Und dann sitzt du da so, so ein Adriano, so 4 Tage nicht gepennt, so, warum ist da bisher noch keiner drauf gekommen? Weißt du? und so am Telefon, ja, weiß ich auch nicht. Ja, geben Sie mir bitte jetzt Ihre Unterschrift. Bestätigen Sie bitte mit Ja. Ja. Ah, okay. Ich war gestern. Das ist eine coole Story dazu. Ich war gestern bei Dark auf dem Geburtstag. Heffernan? Alter. Dark Heffernan, ja. André und ich waren, er hat uns eingeladen so. Und wir sind so hin. Und mir war schon vorher bewusst, heute ist der letzte Arbeitstag, ich habe 2 Wochen frei. Ich glaube, ich trinke mal einen. Und das habe ich auch getan. Ich bin heute Morgen um 3:30 nach Hause gekommen und meine Frau meinte, du stinkst wie eine ganze Kneipe. Und dann ist mir so, dann sag ich so, ja, ich habe eigentlich nur ein paar Bier getrunken. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, Doug ist ja die ganze Zeit mit der Wodka-Pulle rumgelaufen und hat jedem diese Pulle an den Hals gegeben. Da habe ich auch ein paar Mal mitgenippt.
Ja, war schon ordentlich. Also, ja, Punkt. War ordentlich, ist keine Regelmäßigkeit. Ja, witzig. Ich habe auch vorhin irgendwie in meinem Film, so in meinem, heute ist mein letzter Tag und so, habe ich mir diese Jack Daniels Whisky-Cola-Dose aus meinem Kühlschrank mal aufgemacht. Die liegt da seit 4 Wochen oder so drin. 5 Wochen, keine Ahnung, seit Ewigkeiten. So, und immer wieder habe ich mir gesagt, boah, heute Abend trinke ich mir die mal. Und immer nie gemacht. So, dann habe ich die hab zweimal getrunken und habe gedacht, bäh, nee, irgendwie nicht. So, ich war auch nicht so in dem Film. Ja, das stört, also Alkohol, da könnte gar kein Problem mit so. Aber wenn man dann mal wieder einen Becher hat, ne, so in einer guten Stimmung, dann merkst du am nächsten Tag, naja, das war Gift, ne? Dann merkt, da zeigt dein Körper dir eigentlich schon klipp und klar. Also deutlicher kann der Körper dir gar nicht mehr zeigen, so dieses Bruder, lass das. War du immer so machst, lass das. Heute Morgen, Alter. Ey, als ich das erste Mal wach geworden bin, dachte ich so, ich hab den, also mein Gehirn wollte aus dem Kopf raus. So, das so war, es hat so weh getan und ich dachte so, ach, deswegen machst du das nicht. Ey, es war einfach scheiße und den ganzen Tag hatte ich so ein Scheißgefühl, Alter. Aber war hat das schon mal jemand von euch gemacht? Einfach mal zwischendurch wirklich genug Wasser getrunken, ein bisschen gegessen und trotzdem voll besoffen gewesen und mal am nächsten Tag ohne Kater aufgewacht? Nee, also wenn du besoffen bist, warst du nicht ohne Kater auf, Alter. Also ich jedenfalls nicht. Ich trinke aber auch viel zu selten. Also jetzt inzwischen... viel zu selten. Ich trinke viel zu selten. Ich sag auch so. Nein, ich meine, ich trinke so selten, dass... Ich habe auch gestern Limonaden zwischendurch getrunken mal. Ja. Ich habe das auch. Ich habe das jetzt inzwischen jetzt so, aber gut, ne, ich habe die letzten 30 Jahre alles Mögliche ausprobiert. Ich war eher so der Typ, so entweder bin ich dann, trinke ich so nicht oder bin nüchtern so, also trink nicht, so, oder ich bin im Koma oder mache irgendeinen Scheiß. So, dazwischen gab es eigentlich nicht viel. So, jetzt mit 33 Jahren schwöre ich einfach drauf, so einen ganzen Abend 2 Flaschen Sekt, zwischendurch immer mal hier eine Cola und so dies, das, aber so bei dem einen bleiben, nicht so bei dem, kein Schnaps, auch nicht nur ein Jägermeister, kein Schnaps, kein Bier, einfach so 2 Flaschen Sekt, also das ist gut, da zwirbelt mir einen rein, dann merke ich so, jupp, ja, da bin ich zur kleinen Prinzessin, Alter, aber ich bin nicht direkt so assi und ich habe am nächsten Tag dann auch beim Gott kein Schädel so. Ja, aber gut, ganz ehrlich, hat jetzt zweimal funktioniert, ne? Ich will da jetzt keine Studie draus machen, ne? Und ich trinke auch viel zu selten, um da jetzt wirklich so Resümee zu ziehen. Früher hätte man sowas machen können, weißt du? Ja, dass du das gleiche Wording benutzt wie ich. Man kann das fehlinterpretieren. Also, wenn wir sagen, wir trinken viel zu selten, dann meinen wir, wir sind froh, dass wir nicht mehr die gleichen Konsummuster haben wie früher. Ja, das ist irgendjemand fehlinterpretiert. Beim Alk ist das gar nicht so, ist halt gleich, das wäre so schön, ne? Ob ich so eine Pulle Wodka trinke oder einfach nur 2 Coruba-Bier, trotzdem am nächsten Tag so ein Schädel, Alter, da muss Ibo im Haus sein, Alter. Es ist jedes Mal dasselbe und ich denke mir auch, ich trinke doch trotzdem Wasser nachts und sorg doch vor und snack doch sogar nachts fettige Sachen, weil ich Hunger habe nachts um 4, so weißt du. Aber trotzdem, ich wache jedes Mal mit dem brummenden Schädel auf, wie du gesagt hast, diese Schläfen, alles explodiert, Alter, alle ganze... Keine Ahnung. Ja, man könnte ja auch, also nach Konsum sollte man ja eh auch ein bisschen nachpflegen und so, ne? Also Elektrolyte auffüllen, ein bisschen Mineralien zu sich nehmen und so. Ja, mach das mal mit einem Kater, du willst ja noch nicht mal aufstehen. Da brauchst du jemanden, der dich versorgt. Ja, so. Schatz, ich weiß, ich habe letzte Woche den Hochzeitstag vergessen, aber kannst du mich bitte pflegen? Ich bin hart besoffen. Nein, das geht nicht, Alter, das kannst du nicht bringen. Ich habe heute Morgen so eine Tablette nehmen wollen, eine Mineralientablette. Und als sie unten im Magen angekommen ist, habe ich schon gemerkt, das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee, Alter. Und ich bin wirklich nicht gläubig. Ich bin wirklich nicht gläubig, aber den Porzellangott, den musste ich mal kurz anbeten wollen. Ja. Ja, aber ich muss auch zugeben, so mit Alkohol, so mein Großer hat das ja früher nochmal so mitgekriegt, dass man dann so ein bisschen exzessiver unterwegs war oder so, mal mehr gesoffen hat oder so, ne? So, der hat das auch schon mal gesehen, wenn wir dann vom Stadion kamen oder so, dann waren die einkaufen oder was und wir kamen und dann nach Hause schon, weil Feierabend war bei uns, weißt du, späten Nachmittag. So, der kennt das und der kennt halt auch noch die Zeit, wo du dann so mal morgens so, warte mal kurz, wo Papa dann die Tür aufgemacht hat, aus dem Auto gekotzt, weißt du, so, jetzt fahren wir zu Oma zum Frühstück. So, weißt du?
So, die Zeit kennt er auch so. Und da bin ich schon froh, dass er sich das nicht mit antun muss. So, ich wünschte, ich hätte zu jeglicher Substanz so ein Verhältnis wie zu Alkohol, so dass ich das einfach so, wie gesagt, Bier wird bei mir schlecht, Alter. Ich habe letztens meinem Bruder eine Pulle Bier gegeben, die war 3 Monate abgelaufen. Die liegt so lange da oben schon drin, so passiert mir nicht. Ey, das wird mir mit Speed nicht passieren. Sag ich dir ganz so flüllerlich. Aber das kenne ich. Wir trinken ja hier eigentlich, wir trinken kein Bier. Und ein Kumpel von mir, der ist Gartenlandschaftsmeister so, und der trinkt eine ganze Menge. Und wenn er hier ist, dann kriegt er so immer so ein paar Bierchen von mir. Und der ist selten hier. Letztens habe ich ihm so ein Schwarzbier gegeben. Dann hat er so, das trinke ich auch immer. Das ist das, was du vor einem Jahr selber mitgebracht hast. Ja. Das kann dann passieren, ne? Das kann passieren. Gott sei Dank. Ach. Ja, ich will nur sagen, wieder was ihr lernt. Wichtig, nicht ich bin cool damit, ne? Es war genauso geplant. Klingt komisch, ne? Vorsätzlich. Ja, es war genauso geplant. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt 2 Wochen in meinem Urlaub durchfeiere oder so. Jetzt hier unter so die Pulle Bier im Hintergrund. Soll jetzt nicht so sein. Und es war ein schöner Abend halt auch einfach. Ne? Ich war sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Ja, mein Gott. Du hast halt, wir haben das ja schon, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass du jetzt mal was getrunken hast. Ne? So. Also, von daher bist du damit ja immer gut umgegangen so und von daher macht man sich da ja auch nicht mehr so die Gedanken. Allgemein geht man ja anders jetzt ein bisschen damit um. Danke. Ja, aber ganz viele Leute denken halt so, oh, Rückfall. Aber nein, Digga, deswegen erzähle ich doch. Wobei ich aber auch sagen muss, ich merke die Entwicklung, Adriano. Kannst du dich erinnern, das letzte Mal, wo der Trinken war in der Kneipe und all sowas, so, das war dann auch nicht so gut. So, das hat eine andere Dynamik mitgenommen, weißt du? Weil Alkohol, ganz ehrlich, wir wissen auch an die Hörer draußen und ich glaube, das wirst du auch bestätigen, dass Alkohol für Koks auch so ein geiler Türöffner ist. So. So, aber wie gesagt, bis jetzt, why not, ne? Aber hattest du so einen kleinen Zwischenschlenker in den Gedanken oder weil du gesagt hast, das war so eine coole Umgebung, da kommst du gar nicht oder sowas? Nee, hat er ja gesagt, er ist cool damit so. Ne, den. Ja, ja. Also, ich sag's mal ganz ehrlich, hätte ich was haben wollen, so, dann hätte ich mir das auch im Voraus überlegt, auf dem nüchternen Kopf. Gar keinen Bock haben. Das wäre nämlich aber auch nicht verantwortungsbewusst gewesen. So war es dann im Rausch schon im besoffenen Zustand, sich das dann so zu erklären, so, dann hast du das so, ich kann jetzt 20 Gründe nennen, warum wir jetzt eine Nase ballern sollten. So. So, weißt du? Aber das bist ja nicht du, das ist ja, ne? Genau. Und wenn du dir das aber im Voraus schon genau überlegst, wie soll das Rauscherlebnis sein? Das ist ja Setting und auch Grenzen setzen im Voraus schon. Das ist wichtig, gerade bei so manchen Substanzen. Ich rede jetzt gar nicht mal so von Alkohol oder Kokain, sondern guck mal, wir hatten vor kurzem 2 tote Mädchen, weil die sich mit MDMA überdosiert haben. Ne? Habt ihr mitbekommen, die 13- und die 14-Jährige? Hab ich mal mitbekommen, konnte man nicht auf vorweglaufen auch, ne? Ja, Adriano hat es nicht gecheckt. Oh, what, Alter? Ey, krass, ey. Ich schwöre dir, ohne Kack, du bist da in irgendeinem Loch. Du auf deiner Wiese da irgendwo so ein Fuchsbau, wo du dich immer rein verkrümmelst. Saddam Hussein hätte mehr mitgekriegt von der Welt. Alter. Also, schnell Durchlauf. Es gibt eine Pille, die heißt Blue Punisher. Die gibt es in verschiedenen Dosierungen. Und die Mädels hatten das in einer sehr hohen Dosierung, haben überdosiert und sind dabei gestorben. Und dann ging auch die mediale Hetzjagd los, hier ein Dealer hochgenommen mit so und so viel blauen Punishern und dies und das. Und so, weißt du, dass die jetzt angefangen haben, die kleinen, in Anführungszeichen, die Kiddies da zu verhaften, weißt du, so als ob die jetzt das Problem darstellen, weißt du? Schön. Naja, lange Geschichte. Aber lass uns da nicht zu politisch werden. Genau, liebe Kinder, es ist Drug-Checken mittlerweile erlaubt. Also wenn ihr Pillen habt, dann lasst die vorher checken auf Reinheitsgrad. Ja. Und ansonsten holt euch reinen Stoff. Huch. Ne?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau, eigentlich auch, Adrian. So, der juckt die Nase. Nein, Adriano, jetzt geh mal ganz kurz tief in dich rein, Adriano. Geh mal ganz kurz tief in dich rein. Ich wollte nur sagen, ich hab nur immer Finger von blauen und grünen Pillen gelassen, weil ich hatte mit blauen Pillen, ich glaube, das waren Defcons oder hießen die damals schon, eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Die haben echt hoch gepusht mit, das weiß ich, 270, 280 Milligramm oder so. Deswegen war ich eher ein Freund irgendwann von roten und weißen. Die waren immer eher so. Kennt ja jeder, die Farbe ist entscheidend. Ja, wollte ich gerade sagen. Weiß ich nicht, aber auf Masse gelegt hatte ich wirklich sehr, sehr wenig schlechte Erfahrungen mit weiße und rote, aber mehr mit grünen und blauen und ganz, ganz kleine. Also, ganz kleine. Weißt du, schwarze, sogar schwarze. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, aber das ist doch wahrscheinlich sein grundlegendes Problem. Adriano hat jegliche Substanz, die er jemals konsumiert hat, einmal so ins Extreme getrieben, dass er davon irgendwie kurzzeitig einen weg hatte. Das liegt aber daran, dass Adriano nicht nach Wirkungsgraden, nach Gewicht vom Konsumenten und so geht, sondern einfach so nach blau, magisch und so. Und rot habe ich schlechte Erfahrungen mit. So, ich mag die gesprenkelten, so die ungesprenkelten, die kommen mir nicht so gut. So, du gehst nach komplett falschen Faktoren, Alter. Das kann ich nur aus Erfahrungen. Ja, also. Aber ey, auch daraus kann man lernen. Also, jedenfalls die Zuhörer. So ist es. Herrlich. Packen wir's. Mhm. Gut. Ihr Süßen. Ich hoffe, aber ihr konntet aus der Folge. Mich getriggert, oder? Nein. Ihr Süßen, ich hoffe, ihr konntet, oder wir hoffen, ihr konntet was aus dem Gespräch mitnehmen. Ihr hattet vielleicht auch hier und da ein bisschen Spaß oder konntet vielleicht irgendwie aus unserem Kauderwelsch ein bisschen was ziehen. Ansonsten wünschen wir euch eine richtig, richtig geile Woche. Wir machen jetzt 14 Tage Urlaub, wie es aussieht. Roman ist geschäftlich unterwegs, so. Und wenn der Chef nicht im Haus ist, dann wird doch nicht gearbeitet, ne? Ganz einfache Regel. Wünschen wir euch eine geile Woche. Passt schon mal bei euch auf. Sag die Wahrheit. Ich wäre 14 Tage, ich hätte durchgearbeitet. Ja, du. Das ist die Wahrheit. Ich brauche eine Pause. Ja, das ist auch richtig so. Und die Pause sollst du dir nehmen. Genau. Die bekommst du auch, wir geben sie dir. Genau. Ihr könnt euch ja dann einfach melden und ich sag dann, ob ich Zeit habe, wenn wir wieder aufnehmen wollen. So, ansonsten öffnet eure Herzen, Herz eure Öffnung. Ciao. Junkies. Party, get your wizard.